Die Bundestagswahl ist gelaufen und nach meiner Auffassung ist das kein Grund für einen Befreiungsschlag, etwa auch für die Finanzmärkte, denn da zeichnet sich sehr Schwieriges ab und ich will in diesem Video mal ein bisschen diese Bundestagswahl in einen größeren Kontext stellen, vor allem einen Kontext mit China, der natürlich überhaupt nicht vorgekommen ist in diesem Bundestagswahlkampf, wie auch Europa nicht vorgekommen ist. All diese Sachen sind nicht vorgekommen, werden uns aber noch sehr intensiv beschäftigen und sind vielleicht wichtiger als vieles, was da in diesem Wahlkampf besprochen wurde. Fangen wir mal an. Wir haben ja zwei Königsmacher oder einen Königsmacher und eine Königsmacherin. Auf der einen Seite eben Frau Baerbock, auf der anderen Seite Christian Lindner. Diese beiden werden entscheiden, wer der nächste Kanzler wird. Wahrscheinlich wird es Olaf Scholz. Okay, die Wahrscheinlichkeit ist deutlich höher. Aber das Problem ist doch, dass letztendlich mit Scholz dann auch sehr linke Persönlichkeiten wie Saskia Esken, wie sie alle heißen, die würden dann wahrscheinlich in Ministerfunktionen kommen. Das kann und wird der FDP nicht schmecken. Dementsprechend ist diese Dreierkonstellation sehr, sehr schwierig aus Sicht der FDP. Die FDP wiederum würde gerne mit Laschet gehen. Das wiederum dürfte für Frau Baerbock sehr schwierig werden, die ja mehrfach gesagt hat, wir brauchen eine Klimaregierung und die ist mit Laschet nicht so wirklich glaubhaft. Was meint denn eigentlich Frau Baerbock mit dieser Klimaregierung? Das war ja immer dieses dominante Motiv bei Baerbock jetzt gewesen. Wenn wir das mal in den größeren Kontext stellen, Deutschland verbraucht etwa 2% des weltweiten CO2-Verbrauchs. Wenn wir also dann irgendwann klimaneutral sind, was natürlich toll wäre, gar keine Frage, aber was ändert das? Das interessiert das Klima, das ja die unschöne Tendenz hat, wirklich global zu sein, interessiert das nicht wesentlich, wenn andere viel mehr oben drauf hauen, als wir abbauen. Vielleicht sollte man das einfach mal erwähnen. Und da geht es vorwiegend um China, das bis 2030 mehr aufbauen wird an CO2-Kapazitäten, als wir in ganz Europa abbauen werden. China hat alleine in 2019 mehr Kohlekraft dazu gebaut, als wir überhaupt abbauen können bis Ende der 2030er Jahre. Und diese doch sehr starke Fixierung bei Baerbock auf dieses Klima, Klima, Klima mit einer Art ideologischen Werf, das wird auch für die FDP schwierig, obwohl die auch schon signalisiert hat unter Lindner, wir werden oder sind bereit, auch 2030 schon auszusteigen aus der Kohlekraftwerk, Kohleenergie. Aber da ist dann eben auch vielleicht der Gedanke, ja, wie machen wir es denn dann? Wie kriegen wir dann den Strom her, den wir ja durchaus brauchen, wenn wir nicht unsere Industrie ruinieren wollen? Diese Fixierung auf Deutschland mit einer Klimaregierung zeigt natürlich, wie schwachsinnig das eigentlich ist. Hier sehen wir mal die Emissionen weltweit. China 27%, die USA 11%, Indien 6,6% und damit mehr als die gesamte EU 27%. Also es wäre durchaus vielleicht sinnvoller und klüger und auch vor allem effektiver, wenn man zum Beispiel dafür sorgen könnte, dass deutsche Technologie in Indien eingesetzt wird, damit da weniger CO2 verbraucht wird von China. Brauchen wir gar nicht zu sprechen. Indonesien etwa verbraucht deutlich mehr oder ist für deutlich mehr CO2-Emissionen zuständig als Deutschland. Also das sind so ein paar Faktoren, die zeigen, wie kleinteilig teilweise hier gedacht wird und dass diese Geschichte zwischen Baerbock und Lindner nicht ganz einfach wird. Habeck dürfte da ein einfacher Gesprächspartner sein für Lindner, aber diese beiden werden die Königsmacher sein, wenn die sich nicht einigen, weil eigentlich die FDP mit der CDU gehen will und die FDP andererseits aber nicht mit der SPD eine Koalition bilden wird, dann wird es schwierig, dann steuern wir möglicherweise nach monatelangen Verhandlungen, nach einer langen Hängepartie auf eine wieder große Koalition zu, die keiner will, aber die vielleicht nicht anders zu machen ist, dazu gleich mal mehr. Hier sehen wir also mal die Relationen, wie kleinteilig dieses Denken ist und das gilt für so viele Bereiche. Bleiben wir aber mal bei China hier, neue Entwicklungen. Die Energiekrise wird auch in China jetzt deutlich schlimmer. Wir haben teilweise Stromrationierungen in verschiedenen Provinzen. Jetzt hat etwa Moody's die Wachstumserwartung für China schon mal gesenkt, weil man sagt, ja, das wird sich durchaus in den Wachstumsraten nochmal niederschlagen. Es könnte ja und dürfte so sein, dass China im dritten Quartal überhaupt nicht mehr gewachsen ist. Und zum Beispiel die iPhone-Produktion in China ist schwer gestört, eben aufgrund dieses Strommangels. Also wir sehen, das hat hier durchaus weitreichende Konsequenzen und das ist ja ein Phänomen, das nicht nur in China der Fall ist. Jedenfalls, um jetzt mal auf den Immobilienmarkt zu kommen, Evergrande. Hier sehen wir, dass einige Lokalverwaltungen in China
wo Evergrande Niederlassungen hat, erstmal praktisch die Firmengelder beschlagnahmt haben, damit die nicht genutzt werden, um Anleihehalter zu bezahlen, sondern damit die möglicherweise diese Wohnungen, die angefangen wurden, dann fertig zu bauen. Evergrandes Electric Vehicle Sparte, also praktisch die E-Auto-Sparte, die noch kein einziges Auto produziert hatte, by the way, ist an der Hongkonger Börse 20% gefallen. Jetzt trifft es auch Sunak, einen anderen Immobilienentwickler, der schwer unter Druck ist. Wir sehen, dass die Junkbond-Renditen, also die Renditen, die Risikoprämien für diese chinesischen Anleihen von Immobilienentwicklern deutlich nach oben gehen. Selbst die Economic Daily, eine Wirtschaftszeitung in China, warnt jetzt vor Risiken im Property Market, also im Bereich Kredite im Property Market, also bei chinesischen Immobilienmärkten. Grundsätzlich ist es so, China dürfte schon auf dem Weg zur Nummer 1 sein, aber wie jede Weltmacht wird auch China eine massive, intensive, existenzielle Krise durchlaufen. Das gilt eigentlich für alle Weltmächte, die wir bisher gesehen haben, historisch, und möglicherweise ist diese ganze Immobiliengeschichte die große Prüfung, die große Gefahr, die große existenzielle Krise, durch die China geht, und vielleicht ist die jetzt kurz davor, ein bisschen zu eskalieren. Hier sehen wir mal ein paar Grafiken. Land Transactions, also Landverkäufe, deutlich rückläufig. Ich hatte das am Freitag schon in einem Video erwähnt. Wir haben Daily Property Transactions hier gestrichelt. Ich weiß nicht, ob Sie das erkennen, in dem unteren Chart gestrichelt, rückläufig. Wir sehen also, dass die Dinge hier nicht mehr in eine Richtung laufen. Wir sehen Land Transaction Volume 65% niedriger als vor einem Jahr. Und wir sehen eben auch dann die Turbulenzen, die sich jetzt abzeichnen am High Yield Credit Markt in China, also im Junk Bond Markt, wo die Renditen nach oben gehen. Etwa ein Fünftel aller Junk Bonds in China, also aller Anleihen mit fragwürdiger Bonität, stammen aus dem Immobiliensektor, respektive sind von Immobilienentwicklern. Und diese Immobilienblase, die sich in China da wunderbar aufgebläht hat, hat uns ja sehr geholfen im Westen, weil dadurch hier viel gebaut wurde, Infrastruktur, Rohstoffe aus den Schwellenländern gebraucht wurden. Das hat den Schwellenländern geholfen. Wir haben die Schwellenländer mit Maschinen beliefert und China auch mit Maschinen beliefert. Dementsprechend hat China maßgeblich zur Weltwirtschaft beigetragen, zum Wachstum der Weltwirtschaft. Hier sehen wir, dieser Anteil ist von Jahr zu Jahr im Grunde weiter nach oben gegangen. Das gilt dann vor allem nochmal auch für die Corona-Krise, wo China ja das einzige große entwickelte Land war, das gewachsen ist. Also wenn China abschwingt, dann wird es schwierig, auch für den Westen, das vielleicht das Entscheidende. Noch geht das an den Märkten vorbei, aber die Märkte sind so ein bisschen tagesinteressiert. Interessant ist, dass Elon Musk, by the way, jetzt nochmal eine Lobeshymne auf China gegeben hat. Er ist ja sehr abhängig davon, dem Autoverkauf, respektive von den Verkäufen von Teslas in China. Da ist für ihn ein sehr, sehr wichtiger Markt, deswegen schleimt er sich da ein bisschen ein und sagt, ja, also für mich hat China da eine digitale Führerschaft. Die etablieren, by the way, ja ein völlig anderes Internet. Das sollten Sie auch mal zur Kenntnis nehmen, vor allem in Afrika. Versucht man praktisch ein nach chinesischen Logiken funktionierendes Internet zu etablieren. Praktisch eine Spaltung in ein westliches und ein chinesisches Internet. Das wird in den nächsten Jahren Realität werden. Jetzt hat Hu Xixin, der Chefredakteur von der maßgeblichen Regierung oder maßgeblichen kommunistischen Zeitung sich nochmal geäußert und gesagt, ja, die Amerikaner haben den Handelskrieg verloren, sie haben die Auseinandersetzung um Huawei verloren. Die Managerin, die Tochter des Huawei-Gründers, ja jetzt wieder in China und hat da eine Lobesrede auf Xi Jinping gehalten. Alles sehr, sehr unschön oder sehr merkwürdig, muss man sagen. Dann sagt Hu Xixin hier, die Toten in den USA wegen Corona extrem hoch. Sie drucken Geld, drucken Dollars, um ihre Fake-Economy am Laufen zu halten. Dann das Desaster in Afghanistan etc. etc. Also wie können die Amerikaner wagen, dass sie sagen, sie seien überall die Nummer 1? Also wir sehen, da ist einiges am Start. Während Elon Musk sich da einschleimt, verhärten sich die Fronten auch in Sachen Taiwan. Die Amerikaner haben jetzt das Problem, dass sie bis Ende September ein neues Budget verabschieden müssen, also einen Haushaltsplan,
Dann müssen Sie die Schuldengrenze anheben und Sie wollen ja dieses Infrastrukturprogramm von Joe Biden verabschieden. Jetzt haben die Geldmärkte schon ein bisschen Nervosität, gerade jetzt die Anleihen, die sehr kurz laufen sind und da möglicherweise in ein Default reinlaufen. Also praktisch, dass diese Zahlungen nicht geleistet werden, die eigentlich geleistet werden müssten. Eigentlich sollte heute eine Abstimmung über diese ganzen Sachen stattfinden. Jetzt hat Pelosi gesagt, also wenn ich nicht die erforderlichen Stimmen habe, dann bringe ich das auch nicht zur Abstimmung. Jetzt ist die Abstimmung erstmal auf Donnerstag verschoben. Jetzt sagen die linken Demokraten, die sogenannten Progressives, also wir sind nicht bereit für die Anhebung der Schuldengrenze zu stimmen, wenn wir nicht das ganze Infrastrukturpaket bekommen, wo ja auch sehr viel Sozialleistungen drin sind. Da ist ja Infrastruktur nur ein Teil davon. Also die Demokraten haben innerparteiliche Probleme. Die Republikaner haben gesagt, na, das müsst ihr schon selber regeln, ihr Demokraten. Eigentlich habt ihr doch die Stimmen. Also das wird noch eine ganz zittrige Partie. Und kommen wir noch zum Thema Inflation. Conference Call von Costco. Große Kette in den USA, die davon spricht, wir haben höhere Arbeitskosten, wir haben höhere Frachtkosten, wir haben höhere Nachfrage nach Transport, wir haben Container Shortages und Port Delays, Hafenverzögerungen, wir haben Increased Demand in vielen Bereichen, also gesteigerte Nachfrage in vielen Bereichen. Das bringt so vielleicht diese ganze Situation derzeit auf den Punkt, was da eigentlich der Fall ist. Mr. Powell, der Jerome, hat am Freitag gesagt, also habe ich noch nie gesehen, dass so ein drastischer Mangel an Labor Shortages oder an Arbeitskräften der Fall ist, während gleichzeitig wir aber ja Arbeitslose noch haben und wir eigentlich noch nicht wirklich einen toll funktionierenden Arbeitsmarkt haben. Also so, never seen those kind of supply chain issues. Also auch die Fed ist ein bisschen, naja, wie soll man sagen, verunsichert. Man hat so etwas noch nicht gesehen, glaubt aber auf der anderen Seite genau prognostizieren zu können, wie das ausgeht. Und das halte ich für eine gewisse Hybris. Schauen wir uns mal hier bisher die Aussagen von Unternehmen in den USA aus dem dritten Quartal an. Da über 11.000 Erwähnungen von Inflation, absolutes Allzeithoch, eben jetzt auch wie absolutes Allzeithoch in Energiepreisen. Hier sehen wir mal European Natural Gas Prices. Also die europäischen Gaspreise, da sind wir busy was hochgeschossen. Und all das trifft jetzt etwa auch die USA massiv. Da liegen teilweise dann auch die arbeiten still an amerikanischen Häfen, weil einfach die Häfen nicht in der Lage sind, sozusagen 24 Stunden den Betrieb aufrechtzuerhalten aufgrund von Labor Shortages, aufgrund von Arbeitskräftemangel, beziehungsweise weil die Leute nicht bereit sind, nachts zu arbeiten. Also so eine gewisse, uns geht's ja gut, gell, Wohlstandsphänomen. Auf der anderen Seite sehen wir hier ein Cartoon von The European, wo ein Flüchtlingsboot ist und dann die Grenzschützen kommen und sagen, ja, hat jemand von euch einen LKW-Führerschein? Also Arbeitskräftemangel mal auf andere Art beseitigen, das ist traurig, aber vielleicht gar nicht mal unwahr. Und kommen wir zu den Märkten. Es ist ja so, dass wir neben China die große Thematik haben, was wird die Fed machen? Die Fed will tapern. Die Märkte haben sich scheinbar damit völlig arrangiert. Wenn wir mal zurückblicken, historisch zurückblicken, dann haben wir dieses Regime der Notenbanken ja eigentlich erst seit der Finanzkrise, also seit 2008. Zwar hat Greenspan damals bei dem Crash in den späten 80er Jahren die Märkte mitgerettet, aber es war vor allem eine Allianz zwischen Fed und den Banken, die das damals geschafft hat. Aber ab 2008 sind im Grunde die Notenbanken am Drücker. Ist das eine erfreuliche Entwicklung? Nein, es ist ja eigentlich eine Krisenentwicklung. Es zeigt ja, dass wir gar nicht mehr anders können, als permanent Geld zu drucken, um diese Illusion von Wohlstand aufrechtzuerhalten. Es ist also eine Krisenerscheinung, nicht ein Zeichen der Stärke. Und wie gesagt, wir haben mit China immer auch einen Player gehabt, der diese ganze Geschichte dann auch fundamental zumindest ein bisschen unterfüttert hat. Würde China jetzt als Wachstumstreiber wegfallen, dann wird es auch für unsere Notenbanken schwer. Und wie die Notenbanken letztendlich eine Mentalität geschaffen haben, eben das Buy the Dip, das hat schon mal wieder jetzt funktioniert. So hat man zum Beispiel in einem interessanten Versuch einen Hamster Kryptowährungen handeln lassen.
hat er so definiert, okay, wenn das Hamster jetzt die Treppe hochläuft, dieses Laufrad hochläuft, dann kauft es Bitcoin, wenn es das macht, dann verkauft es Bitcoin, das Ethereum und so weiter und so fort. Und man hat festgestellt, dass dieses Hamster erfolgreicher ist als der S&P 500 bisher in diesem Jahr. Also es zeigt so ein bisschen, dass man auch ohne Gehirn an den Märkten erfolgreich sein kann. Und das ist kein gutes Zeichen für die Märkte, wenn man ohne Gehirn an den Märkten erfolgreich sein kann. Märkte definieren sich dadurch, dass letztendlich die Schlauen sich durchsetzen und nicht die Dummen. Derzeit setzen sich so ziemlich alle durch. Und das ist ja eigentlich das Kennzeichen dafür, dass das nicht ewig weitergehen kann. Das ist immer ein Blasenphänomen. Wenn selbst die Vollidioten permanent Gewinne machen, dann stimmt etwas nicht. So zumindest meine Sichtweise. Und die Sichtweise meines Kollegen Hannes Zipfel in Sachen Bundestagswahl ist sehr, sehr interessant. Das werde ich Ihnen unter dem Video verlinken. Denn eigentlich, sagt auch Hannes Zipfel, sind viele Probleme nicht angesprochen worden. Desperate, undemokratische Geldpolitik der EZB, die jetzt ja auch für den Klimawandel zuständig ist. Wir sehen eine ehrliche Umwelt- und Klimapolitik, wo man den Leuten vielleicht auch sagen würde, was das alles kostet, was ihr da vorhabt. Das wird ja so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Wir haben so viele Punkte, Digitalisierung, kritischer Umgang mit Einwanderung in das unterfinanzierte Sozialsystem. Wir können schlichtweg eben nicht ein Sozialsystem aufrechterhalten, wenn wir dann eine Einwanderung in dieses Sozialsystem haben. Das sagen etwa auch die dänischen Sozialdemokraten relativ klar. Bei uns ist das nicht so klar. Wir haben eine nachhaltige Rentenreform, die wir eigentlich machen müssten. Faktisch sind wir ja von einer unglaublichen Altersarmut betroffen. Das zeigt einmal einen Blick nach Österreich, wo die Renten ja deutlich höher sind als bei uns. Also es sind so viele Punkte, die angegangen werden müssten. Lesen Sie mal diesen Artikel. Sie müssen sicherlich nicht mit allem da übereinstimmen, aber es ist eben eine kritische Auseinandersetzung mit den Dingen, die Denkräume öffnen soll. Das alles unter dem Video, meine Damen und Herren, der Artikel von Hannes Zipfel zur Bundestagswahl und den Perspektiven. Jetzt wünsche ich erstmal einen guten Start in diesen Tag und sage Servus und Ciao.